Hier sind wir wieder. Und wir starten jetzt. Junior, sag hallo. Moin. Tag auch. Und auf geht's, ne? Ich glaube, man muss lange W drücken. Steht auch da. Ja. Und jetzt können wir endlich fliegen. Ah, du bist fast gegen mich. Das war knapp. Mhm. Okay, so. Ich hätte auf jeden Fall gesagt, hier ist so ein Sprachdings. Was? Nee, ich würde da nicht landen. Wir haben noch nicht genug Treibstoff. Das stimmt. Deswegen verpissen wir uns jetzt ab ins Weltall. Das ganze Game hat auch eine Story. Der Story werden wir auch so peu à peu folgen. Und oh, dann gucken wir mal, ne, was passiert. Kann ich schon schießen? Jawohl. Ja. Ja. Es gibt hier, also bei jedem Planeten gibt es Asteroidenfelder. Und da kann man denn das Tritium farmen. Das Silber und das Gold. Und Silber und Gold, genau. Beim Tritium ist es so, das Tritium ist Treibstoff für die schnelle Reise innerhalb eines Sonnensystems. Genau. Kohlenstoff, Uran oder die ja, Treibstoffzellen oder wie das heißt, die sind denn für die Reise auf einem Planeten. So, jetzt habe ich hier mal einen größeren erwischt. Ich habe auch einen Goldbarren schon bekommen, einen Goldklumpen. Den größeren kann man drin rumbohren. Den genau. Ist schon kaputt. Genau. So, jetzt lass mich mal kurz gucken. Jetzt haben wir hier Gold, jetzt haben wir hier einen Goldklumpen, den kann ich auseinandernehmen. Da kommt nämlich noch allerhand Gold dazu. 210 Tritium und in einem Cluster sind 59 Tritium drin. Alles klar. So. Ich glaube, sollen wir irgendwas. Ach so, genau. Impulsantrieb. Sollen wir auch noch testen. Junger Mann. Ja. Was ballerst denn du da rum? Übrigens habe ich gesehen. Da ist eine Raumstation. Ja, dann fliegen wir zuerst zu der Raumstation, würde ich sagen. Aber die wird nicht angezeigt. Ja, dann fliegen wir da später hin. Oh. Oder? Ich bin da. Bei der Raumstation. Ja. Kannst du andocken? Oh, warte mal, für die Frequenz. Kommunikation. 16. Okay, jetzt gucken wir mal, wo der Junior hin ist hier. Ich identifiziere mich. Und da ist der nächste Planet, alles klar. Ich muss einfach nur mal kurz den Hyperantrieb testen. So, das ist er. Oh. Ja, ich habe Navigationsdaten empfangen. Oh, wir müssen wieder zurück auf den Planeten. Wieder auf denselben? Ja. Ich gehe mal dahin, okay? Ja, mach das. Ich muss denn da auch hin. Ja, ja. 3, 2. Eins. So, jetzt fliege ich hier. Höchstwahrscheinlich. Na, ja, passiert nichts. Okay, da fliege ich jetzt. Ach ja, okay. Cool, die weichen automatisch aus. So, ich den. Okay, Koordinaten eingeben, bla bla bla. Da oben ist es. Also, zurück auf diesen verdammt giftigen Planeten. Ah, gucke, uralte Knochen. Der ist bekannt dafür. So. Du bist ja schon wieder weg. Nee, ich bin. Warst schon da oder was? Nee. Hä? Frag mich nur. Also hier muss ja eigentlich irgendwo ein Gebäude sein, oder nicht? Ist da unten ist was irgendwo. Hä? Was ist? Wo soll ich denn jetzt hin? Also hier ist was. Also hier. Es gibt noch hier ein zweites unbekanntes Gebäude in der Nähe. Ja, hier gibt es auf jeden Fall so ein. Ein Sprachstein. Okay, nee, das ist hier, wo ich bin. Okay. Ich muss mit dem anderen Scanner rangehen. Ah ja, Signalquelle. Wissen annehmen. Zack. Signal entschlüsselt.
Okay. 16, 16, 16. Der Giftschutz nimmt schon wieder ab. Welchen einen anderen Scanner musst du nehmen? Oh ja. Eine extra. 100, 180, sagt er. Neue Gebäudeteile gelernt. Basiskomputer. Sehr schön. Dann machen wir das wieder so, dass du einen hinbaust und ich bin dann einfach in deiner Basis. Ja, ja. Aber ich muss erstmal auch dahin, um alles hier. Ah. Oh mein Gott. Wir können Terranmanipulator. Na, endlich. Dann holen wir uns noch die Knochen. Die Knochen will ich nicht. Du hast da alle Dosen. Hast du hier den überhaupt schon? Oh, Navigation. Okay, hat er. Oh, Tritium jede Menge. Oh, was bist denn du für eine? Kenn ich die schon? Nee, die kenne ich gar nicht. Die 16. Die Frage, also nee, die Antwort auf alle Fragen. Basiscomputer, alles klar. Terra-Manipulator, alles klar. Stimmt. Terra-Manipulator. Dann können wir, oh ja, stimmt. Chromatisches Metall, okay, jetzt brauchen wir Kupfer. Und dann kann man in der Raffinerie da aus dem Kupfer das machen. Aber wir müssen zuerst genau... Kupfer? Ja, für die, für den Computer. Können wir noch eins? Ach so, für den Computer. Aber den würde ich ja nicht hier aufbauen. So. Terranmanipulator. Zack, zack. So, ich kann loslegen. Oh mein Gott, wie geil! Diese Teile, die hier aus dem Boden gucken. Ja, die machen die Sauerstoff. Sauerstoff. Ich weiß. Krass. Deswegen hatte ich das gescannt. Oh. Haben wir schon. Oh, da hinten Knochen. Giftige Pflanze. Das ist gefährliche Pflanze. So, hier waren noch irgendwo Vögel unterwegs. Lass mich die mal noch scannen. Die habe ich schon gescannt? Nee. Schmetterlinge. Okay. Oh, warte mal, warte mal. Was ist? Da ist Kupfer! Ja. Das brauchen wir doch gleich für. Ja, bitte, wir bauen den doch noch gar nicht. Ich hole mir jetzt schon das Kupfer für das. Dann werde ich das gleich zum chromatischen Dings da machen und dann ist fertig. Oh. Also hier ist eine natürliche Kraftstätte in 738 Meter Entfernung. Wie viel? 738. 738 Einheiten. 196 Einheiten. Ich markiere das mal. Das ist recht nah, dann lass mal dahin. Ja. Entzündungsfähige Pflanze. Ich markiere erstmal die da. Wo bist du? Natrium nehmen wir noch mit. Wo ist es hier? Da. Ah, was seid ihr für geile Pflanzen? Dich muss ich mal scannen. Aber kann ich gar nicht. Dann nehme ich dich auf. Gravitationsball. Oh. Oh, warte mal. Oh. Oh, da sind sie schon. Da sind sie schon. Da sind sie schon. So, Leute. Und das ist all, ja, das Übel auf allen Planeten. Gravitationsball. Ich hab den weggeworfen, ich hab nix. Ja, ist egal, ist egal. Aua, aua, aua. Steig ein. Oh, scheiße, warum beschießen die mich? Das sind Hunde, ey, hast du auf die geschossen? Nee, hab ich nicht. Wo ist mein Raumschiff? Ey, sag mal, bist du irre? Da war nur so, ich wusste nicht, dass sie da Gravitationsbälle in ihren Köpfen. Gravitationswelle sind immer kacke. Ich baller die mal ab. Oh, einer tot. Ja, wenn es geht, nicht mich abballern. Nee, nee, die sind gut. Mein Gott, ey. Oh, diese Dreckswächter, ey. Eieieiei. So, mal gucken. Kann ich ja. Ich kann nichts aufladen. Und kann ich hier was aufladen? Tritium, jawohl. So, was brauche ich denn dafür? Ich brauche bloß noch eine Metallplatte. Ich kann keine Metallplatte machen. Mir fehlt der Ferritstaub. Scheiße. Dann schieße ich mal mit den Raketen auf die.
Was macht denn hier eigentlich für Riechstaub? Okay, die sind tot. Eigentlich alles. Ja, ja, das kriege ich hier für Riechstaub. Kann ich mir mal ja fix eine Metallplatte machen? Okay, eine Metallplatte machen? Na, nicht. Brauchen wir noch für Riechstaub? Ich glaube, ich kann sie gerade aus dem Felsen. Ja, knapp. Also, da war eine natürliche Grabstätte. Wollen wir mal da hingehen? Ich hab die markiert. Ja. Okay, das macht nur Kohlenstoff. Die Steinchen brauche ich hier. Wo ist sie denn? Ja, hol du die mal. Ich habe ja auch mir eine Markierung. Da hinten meine Markierung. Ja, aber warte mal. Du kannst sie ja auch holen. Ja, hol du doch die da. Ich hol die anderen. Oh, hier ist eh nur einer. Ja, aber wir können ja beide eins nehmen. Also. Wenn du die weggenommen hast, kann ich die auch nehmen? Ja, ja. Das war ja schon immer so. Ach so. Ach so. Wo bist du denn? Da hinten bist du. Ich stehe hier. Dann komme ich doch nochmal zu dir. Produkt hergestellt. Ja. Es wird wahrscheinlich am Ende die ganze Zeit nerven. Diese Stimme. Produkt hergestellt. So. Jetzt kann ich das machen. Produkt hergestellt, sagt sie auch bei mir, genau. Das schicken wir rüber zum Exo-Anzug. Das Ding werden wir entpacken. Genau. Auch Exo-Anzug. Ammoniak. Das brauchen wir nicht. Die Platte behalte ich. Da machen wir jetzt hier. Treibstoff. Und den brauche ich jetzt auch. Giftschutz nimmt übrigens ab. So, wo ist es denn hier? Ich sehe es gar nicht. Ich habe da ein Loch gebastelt hier. Nee. Echt? Ja. Also hier ist kein Knochen. Ich kann da aber auch gar nicht weitergraben. Hier sollte Knochen sein. Ja. Ist er da? So, ich habe ihn genommen. Ist er für dich noch da? Also ich habe den so oder so nicht gesehen, aber ich habe ihn im Moment. Ja, der ist jetzt freigelegt. Ja. Hast du ihn? Ja, hab ich. Aha. Ich will jetzt zu deiner Markierung gehen. Ja. Da waren nämlich noch mindestens drei, glaube ich. So, die ist sehr weit entfernt. Das heißt, wir gehen nochmal ins Ich bin in Treibstoff. Yes. Da müssen wenn wir... Leckt, wenn es leckt, dann weißt du, dass du außerhalb der Atmosphäre genau. des Planeten bist. Ja, ja. Dann kannst du auch schneller fliegen. Ey, das ist krass, wie schnell der das nachlädt, ja. Das ist schon... Ey, die haben das echt genial gemacht, sag ich mal. So, da will ich hin. Also warum wir jetzt gerade auf diese Knochen so fixiert sind, die bringen gut Cash. Für den Anfang. Ja. Also. Oh ja, hier sind vier, fünf. Ich bin doch glatt gegen so einen harten Phallus gestoßen gerade. Weiß ich nicht, was du wegschmeißt. Ja, Ammoniak schmeiß ich weg. Ich pack's gleich zum Raumschiff rüber. Wenn ich natürlich dann das Raumschiff verliere, ist kacke. Gold geht auch zum Raumschiff rüber.
Lass mal kurz gucken. 119.000, 85.000, 69.000, 116.000, 64.000. Also. Okay. Ist schon heftig. Dann würde ich wieder mal weitergehen. Warte mal. Da ist nämlich noch was. Hast du? Wo? Ich hab's markiert. Oh, und da sind noch zwei. Ah, ja. Dann. Kann ich zwei markieren? Nee, kannst du nicht. Warte, dann geh ich schnell zu dem, was du markiert hast, und dann kannst du das nächste markieren. Ah, wo ist es? Ich seh's nicht mehr. Warte. Setzt du da eine Markierung? Nein, ich kann nicht. Ich bin jetzt schon im Weltall. Setz einfach irgendwo eine Markierung. Ich gehe dann. Ja, zu dem. Ich hab da. Ja, okay. Und dann. Ob du denn da aber eine Markierung setzt? Weiß nicht. Du siehst mich ja dann, wo ich bin. Ja. Aua. Das tat weh. Hier sind wieder fünf. Geil. Echt? Ja. Oh, und Boxen. Krass. Das Inventar voll. Arsch. Also ist schon ein gewisser Glücksfall. Hast du mich identifiziert? Was auch noch. Okay, dann muss ich das wohl doch rüber ins Raumschiff packen. So. Knochen. Okay, aber dann ist das Inventar jetzt wohl langsam echt mal voll, ja? Jetzt trotzdem. Bei mir ist es recht verbuggt, weil bei mir ist einen normalen Laser drin. Sonderbare Skelettteile, ungefähr 604 Jahre alt. Ich glaube, das ist richtig teuer. Ja. Das ist. Oh ja, geil. Oh, ich habe zwei davon. 350.000. Oh ja, fast 360, ja. Und das andere ist 619.000 wert. Okay, ich habe jetzt noch ein. Wo ist das Raumschiff? So, ich würde mal. Oh, das ist ja noch krasseres. 1.900.000. Noch will ich auch haben. Wo ist es denn? Ah, ich glaube, das ist bei uns verschieden. Ich bin hier unten. Oder? Ist es verschieden? Ja. Hast du das hier unten schon? Wo ich bin? Ich sehe gar nicht, wo es ist. Ach, da. Du willst mich doch verarschen. Oh, Alter, ist das ein dicke Ding. Selten Gegenstand gefunden. Circa 1611 Jahre, Leute. Ey, den Planeten, der ist von der Atmosphäre her scheiße, ja. Aber, Alter. Wir müssen den uns merken. 1,9 Millionen. Weil Planeten sind groß, das weiß jeder. 1,9 Millionen. Also das kommt mir hier irgendwie... Oh Leute, das ist so ein easy Start gerade hier für uns, ja? Also das ist alles wirklich random. Also... So, ich habe aber null Platz. Jetzt müssen wir... Ich muss das vertickern, ja? Ja, dann gehen wir jetzt mal auf die Raumstation, die da war. Ehrlich gesagt. Ja, gucken wir mal. Treibstoff haben wir noch. Eins! Also 2 Millionen haben wir schon. Wie lange haben wir bei der einen... gebraucht für die 1 Million. Ja. Oh, die Raumstation ist ja krass zu sehen hier von hier aus. Wo? Hä? Vom Planeten aus. Wo ist die? Guck mal zu dir. Die ist da. So, ich will jetzt kein chromatisches Metall machen. Oh, stimmt, da. Jetzt ist die Frage, können wir da schon landen? Ja, ich denke schon. Also sie ist nie markiert, aber ich denke schon. Wo
Ein bisschen Gold kann ich ja noch mitnehmen. Keine freien Plätze im Schiffsinventar. Oh, keine freien Plätze, scheiße. Oh, Alter, was wackel ich denn hier rum, ey? Ja. Da wird eingeladen. So, Leute. Da sind wir jetzt auf der Raumstation. Und da geht es in der nächsten Folge weiter. Also, wir sagen jetzt mal ciao, ciao. Lasst einen Daumen oben da, lasst Kommentare da. Wenn der Bock hat mitzuzocken, sagt Bescheid. Und Abo, wäre echt geil. Ja, also, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao.